So, mal zur Vorbereitung für den Lagerwechsel. Was brauchen wir für Werkzeuge? Eigentlich gar nicht so viel. Als erstes, wie schon erwähnt, einen USB-Stecker. Den brauchen wir, um den Clip zu entfernen. Dann brauchen wir Durchschläge. Einmal einen 3 mm Durchschlag. 3 mm. Und dann einen 6 mm Durchschlag. 6 mm. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Nüsse eines Steckschlüsselsatzes. Wir brauchen nur 2 Stück davon. Einmal den 11 mm und dann den 16 mm. Wichtig wäre auch noch und nützlich ein paar Q-Tips. Die brauchen wir dann, um die Lager Stellen zu reinigen, und natürlich ein Hammer. Hammer oder Hämmerchen, bevorzugt natürlich mit nicht zu hartem Kopf. Hier ist ein Messingkopf, der eignet sich sehr gut, oder auch ein Kunststoffhammer ist auch okay. Das wäre es eigentlich schon. Natürlich brauchen wir noch die Ersatzteile dazu, die Lagerersatzteile. Ideal ist so ein Kit, den kann man bei Microcopter so beziehen. Da sind 2 Lager, es ist auch die Achse dabei, es sind 2 Ersatzspreizringe dabei, auch die Madenschrauben sind dabei, die dienen dazu, die Achse festzuschrauben. Das wäre es eigentlich schon.